Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Tipps und Tricks Video zur neuen DJI Mini 3 Pro. Ihr habt vielleicht schon mein Video zur Mini 2 gesehen, das kommt ja ziemlich gut an, und deshalb habe ich mir gedacht, machen wir doch gerade bei der Nummer 3 weiter. Deswegen steigen wir doch direkt ein. Wenn ihr den neuen DJI RC Controller habt, habt ihr hier die Möglichkeit, Bildschirmaufnahmen zu machen. Das stelle ich jetzt gleich mal ein, damit ihr natürlich auch seht, was ich denn hier mache. Wenn ihr euer Controller hochgefahren habt, dann müsst ihr einfach oben rechts in der Ecke das Android-Menü runterziehen. Da geht ihr einfach mit dem Finger drauf, zieht das Ganze runter, dann habt ihr dort die Möglichkeit, die Bildschirmaufnahme zu starten. Während der kompletten Aufnahme wird euch dann im unteren Bereich in der Mitte vom Bildschirm angezeigt, wie lang eure Aufnahme schon läuft und dass ihr die Aufnahme dort auch wieder beenden könnt. Ihr müsst nur beachten, wenn ihr eine Aufnahme macht, kann es sein, dass ihr nicht alle Menüpunkte oder Einstellungen einstellen könnt, da das Ganze eben von diesem Start-Stopp-Knopf bzw. von diesem Stopp-Knopf mit der Zeit belegt wird. Ihr habt dann die Aufnahme gestartet und könnt somit den ganzen Bildschirm aufnehmen. Die Auflösung ist da nicht ganz so ideal, aber es ist immer noch besser als nichts. Wenn ihr das Ganze natürlich mit einem Handy macht und den Controller mit dem Handy habt, dann könnt ihr übers Handy ganz normal die Bildschirmaufnahme starten. Da ist die Qualität auch deutlich besser. Aber gut, der Controller an sich hat weitere Vorteile, deswegen machen wir hier jetzt einfach mal mit dem Controller weiter. Wenn ihr dann in eurer normalen Hauptansicht seid, wo ihr das Bild von der Drohne übertragen bekommt, habt ihr oben rechts im Eck drei weiße Punkte. Wenn ihr da drauf drückt, kommt ihr in das Menü und könnt alle Einstellungen vornehmen. Den ersten richtigen Tipp, den ich euch da jetzt geben möchte, sind erstmal die Maßnahmen zur Hindernisvermeidung. Wenn ihr in das Einstellungsmenü geht, findet ihr unter dem Punkt Sicherheit das Menü Flughilfe und hier die Maßnahmen zur Hindernisvermeidung. Ihr habt hier die Möglichkeit, die Hindernisvermeidung auf drei Stufen einzustellen. Ihr habt einmal die Umleitung, das Bremsen und Aus. Aus bedeutet, ihr habt natürlich keine Hindernisvermeidung und die Sensoren von vorne und hinten sind ausgeschalten. Wenn ihr den Punkt Bremsen anwählt, dann bremst die Drohne automatisch vor einem Hindernis ab und bleibt so gesehen stehen. Mit Umleitung habt ihr die Möglichkeit, die Drohne automatisch ausweichen zu lassen. Hier solltet ihr aber aufpassen, da die Mini 3 ja keine seitlichen Sensoren hat, ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen. Deswegen ist standardmäßig der Punkt Seitwärtsflug deaktivieren auch aktiviert. Das heißt, die Drohne bewegt sich nicht nach links und rechts. Das ist ein ganz guter Punkt. Ich habe das schon in einigen Facebook-Gruppen gesehen, dass die Leute sich beschweren oder nachfragen, warum sie ihre Drohne nicht nach rechts oder links steuern können. Das liegt genau an diesem Punkt. Wenn ihr den deaktiviert, dann könnt ihr ganz normal nach rechts und links fliegen. Hier solltet ihr einfach aufpassen, dass ihr eben bei der Umleitung, der automatischen Umleitung der Drohne, keine Sensoren nach rechts und links habt und das ganze Ding irgendwo in den Baum fliegen kann. Deswegen würde ich euch empfehlen, einfach die Option Bremsen zu aktivieren, wo die Drohne einfach stehen bleibt. Da kann dann eigentlich nichts weiter passieren. Sie bleibt halt einfach stehen. Wenn wir gerade bei der Steuerung sind, dann kommen wir doch direkt zu den Gimbal-Einstellungen. Hier könnt ihr nämlich den Gimbal etwas, ja, ich sag mal, sensibilisieren, sodass ihr schönere Flugmanöver fliegen könnt. Geht dazu einfach wieder in das Einstellungsmenü und unter Steuerung findet ihr die erweiterte Gimbal-Einstellung. Hier könnt ihr dann für die drei verschiedenen Modi alle Einstellungen vornehmen, wie Nickgeschwindigkeit, Nickgeschmeidigkeit, die Rotationsgeschwindigkeit des Gierwinkels und die Giergeschmeidigkeit. Hier könnt ihr das für alle drei Modi so anpassen, wie ihr wollt, sodass ihr einfach schönere Aufnahmen erzeugen könnt. Gerade wenn ihr filmen wollt, ist das ein guter Punkt, sodass ihr nachher schön smooth Videos bekommt. Und wenn wir gerade beim Gimbal selbst sind, dann möchte ich euch gerade den nächsten Tipp mitteilen. Und zwar könnt ihr den Gimbal selbst auch über Touch steuern. Das heißt, ihr müsst einfach auf das Display touchen und mit dem Finger nach oben und unten ziehen und könnt somit den Winkel vom Gimbal verstellen. Leider lässt er sich nicht nach rechts und links drehen. Das war bei anderen DJI-Drohnen möglich. Ich weiß nicht, warum es bei der Mini 3 jetzt nicht geht, aber vielleicht kommt es ja mal noch mit einem Firmware-Update. Ihr habt da also die Möglichkeit, den Gimbal auch über Touch zu verstellen und müsst nicht das Rad selber benutzen. Und wenn wir schon beim Touch sind, dann kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, und zwar der Zoom über den Touchbildschirm. Ihr müsst nicht unbedingt mit dem Rädchen am Controller zoomen, sondern ihr könnt auch über Touch zoomen. Ihr müsst dazu einfach auf die 1,0x, also die Zoom-Anzeige, drücken und halten, und dann geht ein kleines Menü auf, wo ihr mit eurem Finger, wenn ihr nach oben und unten scrollt, den Zoom ziemlich gut einstellen könnt. Ihr könnt also im entsprechenden Modus entweder zweifach oder sogar vierfach bei Full HD zoomen. Und dasselbe gilt auch für den manuellen Fokus.
Wenn ihr auf das AF-Symbol draufdrückt und euren Finger drauf lasst, dann kommt ihr in das manuelle Fokusmenü und könnt hier den Fokus schön von Hand einstellen. Da sind wir dann auch gleich beim nächsten Punkt, weil ihr nämlich den manuellen Fokus so zwar einstellen könnt, aber vielleicht nicht ganz beurteilen könnt, was jetzt scharf ist, habt ihr da eine Fokus-Peaking-Hilfe. Geht dazu einfach ins Menü. Unter Kamera findet ihr die Einstellung Peaking-Schwelle. Die könnt ihr davon aus auf niedrig, normal oder hoch stellen. Wenn ihr das dann eingestellt habt, werdet ihr in eurem Bild erkennen, dass alles, was gerade scharf ist, eine leichte rote Umrandung hat. Das Ganze ist ziemlich hilfreich, wenn ihr eben im manuellen Fokus seid, denn da könnt ihr wirklich eure Schärfeebene hinlegen, wo ihr das genau haben wollt. Und wenn wir gerade dabei sind, alles aus der Kamera rauszuholen, dann darf natürlich auch der RAW-Modus nicht fehlen. Das heißt, eure Bilder werden als RAW-Datei aufgenommen. Ihr habt dann einfach die Möglichkeit, dass ihr das Ganze im Nachhinein in eurem RAW-Converter bzw. RAW-Bildbearbeitungsprogramm wie zum Beispiel Adobe Lightroom oder Luminar oder Capture One, da könnt ihr dann wirklich noch alles aus euren Bildern rausholen. Aktivieren tut ihr das Ganze, indem ihr im Fotomodus auf dem Hauptbildschirm auf Format drückt und dann hier JPEG und RAW aktiviert. Es werden dann JPEGs zusammen mit den RAW-Dateien aufgenommen. Und wenn wir gerade schön am Bilder aufnehmen sind, das Ganze gilt natürlich auch fürs Video, könnt ihr euch ein Histogramm aktivieren. Geht dazu einfach in die Einstellung, unter Kamera, weiter unten, könnt ihr bei Allgemein das Histogramm aktivieren. Ihr könnt das Histogramm dann nach Belieben auf dem Bildschirm verschieben, an die Position, wo es euch gerade recht ist. Was ihr mit dem Histogramm anfangen könnt, das zeige ich euch in einem anderen Video. Ich verlinke das Ganze mal hier oben oder da oben, irgendwo oben. So könnt ihr eure Bilder dann ziemlich genau belichten. Es gibt aber auch Situationen, in denen das Histogramm leider nicht ganz so richtig liegt. Da könnt ihr dann aber noch mit anderen Hilfsmitteln arbeiten, wie zum Beispiel der Überbelichtungswarnung. Geht dazu ins Menü, unter Kamera, unter dem Punkt Histogramm, unter Peaking-Schwelle findet ihr den Punkt Überbelichtungswarnung. Wenn ihr diese aktiviert, werden alle hellen Bereiche in eurem Bild mit einem Zebra-Muster dargestellt. Da könnt ihr zum Beispiel dann sehen, wenn euer Himmel schon am Ausbrennen ist und nur noch weiß dargestellt wird. Das ist eine ziemlich gute Hilfe und kann ab und zu aktiviert werden. Ich habe auch schon im Facebook und Foren gelesen, dass Leute diese Zebras sehen und nicht wissen, was sie damit machen sollen. Da könnt ihr es auf jeden Fall dann deaktivieren, aktivieren und ihr wisst auch jetzt, um was es da wirklich geht. Als weitere Hilfe könnt ihr dann noch im Menü unter Kamera die Gitterlinien einstellen. Hier habt ihr zwei verschiedene Arten, welche ihr aktivieren könnt und noch einen dritten Punkt, der euch genau die Mitte von eurem Bild zeigt, sodass ihr da eine ziemlich gute Hilfe für eure Bildgestaltung habt. Beim nächsten Tipp geht es dann um die Videoqualität. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, ein D-Cine-like-Bildprofil einzustellen. Das Ganze findet ihr auch in den Einstellungen unter Kamera. Dort könnt ihr die Farbe von Normal auf D-Cine-like stellen. Mit dem D-Cine-like erhaltet ihr ein flacheres 10-Bit-Bildprofil, welches ihr nachher besser bearbeiten könnt. Ihr habt also mehr Dynamik im Bild und könnt so die Höhen und Tiefen ein bisschen mehr rausziehen. Ebenso habe ich festgestellt, dass die Bildqualität wirklich ein gutes Stück besser ist, wenn ihr in D-Cine-like filmt. Ich habe da einen Vergleich dazu gemacht, den verlinke ich euch auch mal da oben irgendwo. Da seht ihr, dass ihr im normalen Profil ziemlich viel chromatische Aberration habt. Also diese lila Farbsäume, die sind in D-Cine-like komischerweise komplett weg. Komischerweise sage ich, weil es eigentlich ein Problem vom Objektiv selber sein sollte und nicht von der Software. Aber das wird da vielleicht einfach anders ausgerechnet. Ich würde an eurer Stelle Videos auf jeden Fall immer im D-Cine-like aufnehmen. Ihr könnt das Ganze auch ziemlich leicht bearbeiten. Da gibt es von DJI selber die passenden LUTs dazu. Ihr müsst da auch einfach nur ein bisschen Sättigung und Kontrast hinzufügen und dann sieht das Ganze schon wieder richtig gut aus. Und ihr habt wirklich die beste Bildqualität, die ihr aus der Drohne rausholen könnt. Aber wie gesagt, nur im Video. Modus. Dann noch ein paar Infos zur Batterie. Wenn ihr in die Einstellungen geht, unter Sicherheit runterscrollt, findet ihr im Akkumenü die Akku-Info-Anzeige. Hier werden euch die Zellspannungen und die Akkutemperatur angezeigt. Genauso habt ihr da eine Seriennummer vom Akku und die Anzahl der Ladezyklen vom Akku. Das ist manchmal auch ganz hilfreich, wenn ihr das Ganze verkaufen wollt, weil viele fragen danach, wie viele Ladezyklen der Akku denn schon hat. Das findet ihr alles dort. Im Hauptbildschirm selber habt ihr die Möglichkeit, oben auf das kleine Akku
Akkusymbol zu drücken. Dann werden euch da noch Infos über die live berechnete Zeit bis zum automatischen Rückflug, der Notlandung und dem, wenn der Akku leer ist, angezeigt. Und wenn wir gerade beim automatischen Rückflug sind, die Einstellungen könnt ihr natürlich auch noch festlegen und die sind zum Teil ziemlich wichtig. Wenn ihr nämlich eine Umgebung mit ziemlich viel Bäumen habt, dann müsst ihr eure Return-Höhe hochsetzen, damit die Drohne auch über die Bäume drüber fliegt und nicht beim Rückflug irgendwo in einen Baum reinsammelt oder in ein Haus oder sonst wo rein. Den Punkt findet ihr wieder unter Einstellungen im Menü Sicherheit. Ein bisschen weiter runter scrollen, da findet ihr die automatische Rückkehrhöhe und könnt diese dort auf den Meter genau einstellen. Wie gesagt, das ist ziemlich wichtig, nicht dass ihr da beim automatischen Rückkehren, falls das eintreten sollte, noch irgendwo reinfliegt. Ebenso könnt ihr noch das Verhalten bei Signalverlust einstellen. Das ist wichtig, weil wenn ihr mal euer Signal verliert, muss sich die Drohne verschieden verhalten. So kann es zum Beispiel sein, dass wenn ihr auf dem Meer oder auf einem See von einem Boot startet, dann wollt ihr ja nicht, dass die Drohne zu dem Ausgangspunkt zurückfliegt, wo sie gestartet wurde, weil ihr mit eurem Boot vielleicht schon weitergefahren seid und dann das ganze Ding im Wasser landet. Ebenso wäre es natürlich blöd, wenn ihr am Meer seid, aufs Meer rausfliegt und die Drohne einstellt, dass sie bei Signalverlust einfach die Position hält, weil dann könnt ihr euch erstmal ein Boot mieten und das Ding vom Meer wieder zurückholen. Deswegen findet ihr wieder im Einstellungsmenü unter Sicherheit den Punkt Erweiterte Sicherheitseinstellung. Dort könnt ihr dann einstellen, was bei Signalverlust passieren soll, ob die Drohne zurückkehren soll, da fliegt sie dann zu eurem Startpunkt bzw. Homepoint zurück, ob sie einen Sinkflug einleiten soll, also einfach nur landen soll, oder ob sie einen Schwebeflug machen soll. Da hält sie dann einfach die Position und die Höhe ganz genau, wo sie das Signal verloren hat. Wie gesagt, ihr solltet das Ganze für euren Fall festlegen. Wenn ihr auf dem See seid und das Ding landet neben eurem Boot, weil der Homepoint irgendwo anders gesetzt wurde, dann bringt euch das Ganze nichts. Genauso bringt euch der Schwebeflug eben nichts, wenn ihr aufs Meer rausgeflogen seid. Das solltet ihr also eigentlich immer anpassen. Sollte es trotzdem mal zum Absturz oder Verlust der Drohne kommen, dann habt ihr noch die Möglichkeit, mit Meine Drohne finden, da ein bisschen was zu machen. Wenn ihr die Karte unten links öffnet, habt ihr dort den Punkt Meine Drohne finden. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr in ein Menü, das euch eigentlich anzeigen sollte, wo sich eure Drohne zum letzten Mal befunden hat. Ihr habt da dann die Möglichkeit, die Drohne piepen und blinken zu lassen. Gerade wenn ihr vielleicht in hohem Gras abgestürzt seid oder in einem Waldstück oder sowas, findet ihr damit die Drohne relativ einfach. Das Ding piept ziemlich laut, das Blinken seht ihr vielleicht nicht, aber ihr hört es auf jeden Fall. Und das kann euch da wirklich die Drohne retten. Ihr müsst dazu aber natürlich noch eine Verbindung zur Drohne haben, aber das ist im Idealfall dann einfach hoffentlich so. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr das Ding erst gar nicht abschmieren lasst. Wenn es dann aber mal so ist, habt ihr da wenigstens noch eine Möglichkeit, das Ganze zu retten. Für weitere bzw. andere Tipps könnt ihr euch noch mein Video zur Mini 2 anschauen. Da könnt ihr das meiste nämlich auch auf die Mini 3 übernehmen und habt da vielleicht noch das eine oder andere, was ihr dabei lernen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen helfen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt diese gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.